Hallo zusammen, wir sind heute hier, um euch eine absolute Neuheit im Hause Oakhardt Chrysten vorzustellen. Und zwar handelt es sich hierbei um unsere Rigboxen. Drei verschiedene Rigboxen zu einem super Preis in drei verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal das Hinge Stiff Rig, einmal das German Rig und einmal das Blowback Rig. Die gängigsten Rigs zusammengefasst in drei simple Boxen, die alles beinhalten, was ihr für diese Rigs braucht. Angefangen von Haken, über Kleinteile, Wirbel, über Bait Screws, Tungsten Sinkers, da ist einfach alles drin. Und wie ich diese Rigs binde anhand dieser Boxen, das folgt in den nächsten Minuten. Rigbox 3, das Hinge Stiff Rig. In dieser Box findet ihr auch wieder alle Komponenten, um ein Hinge Stiff Rig zu binden. Angefangen vom Vorfachmaterial bis hin zu Wirbeln und den anderen Kleinteilen. Alles in dieser Box. Diese Box beinhaltet unser Incognito Superfluorocarbon in der Stärke 0,50 für die Shot Rig Sektion. Micro Hook Ring Swivels für das Shot Rig. Ring Swivels für die richtige Beweglichkeit. Anti-Tangle Sleeves. Sowie Heavy Metal Tungsten Putty. Und ebenfalls dabei wieder eine Schere zum Cutten eures Vorfachmaterials. Für die Shot Rig Sektion haben wir uns für einen 6er Shot Rig Haken aus unserem Programm entschieden. Das überstehende Ende habe ich nun einfach etwas angeflammt und platt gedrückt, sodass es nicht mehr durch das Öhr rutschen kann. Um das Shot Rig in die richtige Form zu bringen, benutze ich hierbei gerne unsere kleinen Vorfachröllchen. Einfach oben bei der Öffnung den Haken einhängen, das Vorfachmaterial des Shot Rigs über den Bogen laufen lassen und dann mittels Wasserdampf das Vorfachmaterial in Form bringen. Nun fehlt nur noch der Anti-Tangle Sleeve. Das Material wieder durch den Sleeve und dann am Ende des Materials eine Schlaufe formen. Zu guter Letzt das Shot Rig wieder bei der Schere einfädeln und mit einem Puller das Material straff ziehen.